Zeit, in der es noch nicht viel große Sportveranstaltungen gab. Nicht nur wegen dem Kampf Rad an Rad, sondern auch deshalb, da gerade im Speedway einige Fahrer wie Willi Dirkel und Josef Kamper, wer kennt sie nicht, europäische, wenn nicht Weltklasse Leistungen brachten. Um die 50er Jahre war, wie gesagt, die Blütezeit für diesen Sport. Und die Begeisterung dafür kannte keine Grenzen. Was ist nun geblieben? Wie so oft im Sport wollte man das große Geld scheffeln. Funktionäre und Veranstalter kamen sich in die Haare und es dauerte nicht lange und alles, was man aufbaute, fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Außerdem wurde es verabsäumt, den Nachwuchs zu fördern. Ein sehr schwerwiegender Fehler, wie sich herausstellen sollte. Denn nach dem bedauerlichen Todessturz von Willi Dirkel und dem Rücktritt von Josef Kamper stand der Verband plötzlich nur noch mit zweit- und drittklassigen Fahrern da. Speedway-Fahren nahm rapid an Popularität ab. Nur einige Individualisten machten weiter. Unter ihnen ein sehr begabter Nachwuchsfahrer mit Namen Josef Bösner. Übrigens ein gebürtiger Schönerbrunner. Dieser Mann war Fahrer, in späterer Zeit auch noch Funktionär und Veranstalter in einer Person. Er erkannte auch die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung. Er setzte bei den Cracks der Sandbahn neue Impulse und sie fielen auf fruchtbaren Boden. Der Speedway-Sport ist zwar noch nicht dort, wo früher aufgehört wurde, aber es zeichnet sich doch eine Tendenz nach oben ab. Die Nachwuchsfahrer von damals haben sich gemausert. Adi und Robert Funk, Fischbacher, Seret, um ein paar Namen zu nennen, sind praktisch die Elite von heute und jederzeit gut für einen Staatsmeistertitel. International können sie aber noch nicht mithalten. Dies wird Aufgabe der nächsten Fahrergeneration sein. Veranstaltungen wie hier in Brückneudorf, die Läufe zählen zur Mannschaftsstaatsmeisterschaft, tragen sicher dazu bei, die nötige Routine für internationale Bewerbe zu sammeln. Insgesamt treten 16 Fahrer und 4 Reservefahrer zu den diversen Läufen an. Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass es mit dieser Sportart weiterhin aufwärts geht und dass die Besucherzahlen, heute sind es ca. 800, weiter steigen werden.